Jawohl. So, liebe Freunde, willkommen bei 1000 PS. Ihr seht schon, wir sind gut drauf. Der Zonko neben mir, ich bin der Philipp und heute geht es um unser Tuner-Projekt. Das geht ums Motorrad von Carlos, unserem Kameramann. Ihr habt die Folgen sicher vorher schon gesehen, wo wir schon einiges umgebaut haben und wir beide erzählen euch jetzt, wie leiwand das jetzt nicht fahrt. Und ja, wird ein, glaube ich, klasse Beitrag. Wir sehen uns gleich. So, hallo Zonko. Das taugt er, gell? Ich will es einmal probieren. Nein, es wird. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht ja um dieses wunderschöne Motorrad, was wir hier stehen haben. Ja. Triumph Street Scrambler Sandstorm Sonderedition, 775 Stück weltweit und natürlich typisch 1000 PS, der Carlos, unser Kameramann, hat so eine. Der Howie hat es im Video schon Hipster-Bike genannt, jetzt frage ich dich ganz offen, ja? Ist das ein Hipster-Bike? Nein, in keiner Weise. Also das, der Horvat, was der hat meistens recht, aber manchmal irrt er sich gewaltig. Das ist einfach ein extrem leibendes, sportliches Motorradl, wo ich jetzt eine unendliche Freude gehabt habe beim Abfeuern. Und zwar ist es so ein Motorradl, was eine echte Performance drin stecken hat, aber wo es relativ leicht fällt, dass du im legalen Bereich unterwegs bist. Und das ist ja was echt Tolles. Und ich selber bin die Street Scrambler damals bei der Präsentation gefahren, die serienmäßig, das ist jetzt schon relativ lang her, wo wir uns da ganz wahnsinnig in Spanien dort auf diese Schotterwege aufgeführt haben. Das war echt arg, das war wirklich grenzwertig. Und dann bin ich es eigentlich jetzt nicht mehr gefahren. Und jetzt, heute habe ich diese Carlos Edition wieder fahren dürfen. Und ich meine, ich habe echt, ich hab mich wahnsinnig gefreut. Das fährt einfach irrsinnig leibend. Großartig war das. Ja, kann ich bestätigen. Also ich bin, muss ich gestehen, heute auch zum ersten Mal gefahren, weil bei mir ist es immer so, Motorrad von einem Kollegen greift man immer mit Samthandschuhen an, weil es kann halt immer was passieren. Wir wollen den Carlos seinen. Nur dazu von dem Kollegen. Ja, ganz genau. Der filmt uns nämlich jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt austeilen oder ihm jetzt was erzählen würden, ja, das wäre nicht so gut. Ja. Nein, also wirklich, hat mir auch irrsinnig taugt. Und man muss auch dazu sagen, finde ich, man merkt natürlich total, dass die Umbauten viel Performance dazugegeben haben, oder? Ich meine, wir haben vorne HC1 Bremspumpe von Magura, wir haben hinten ein verstellbares Ölins, wir haben einen Gabelumbau Stage 1 von Martin Bauer, wir haben ein paar Moto-Gadget-Teile oben, die Spiegel, die Blinker, wir haben Hepco Becker Seitetaschen oben, dann hat, weiß ich noch, der Carlos hat noch einen anderen Sitz und einen anderen Kotflügel, also da ist ja an dem Motorrad schon einiges gemacht worden. Jetzt sage mal, wie empfandest du das Handling und das Fahrgefühl mit dem Motorrad? Du, ich bin dort aufgestiegen und haben mir gedacht, jawohl, der Sitz schaut nicht nur super aus, sondern ich sitze irrsinnig gut oben. Ich habe einen irrsinnig angenehmen Kniewinkel, der Lenker liegt mir super in der Hand. Und dann, das Nächste, was ich dann schon gehabt habe, war mörderischer Sound. Angeblich eh serienmäßig, das ist einfach großartig. Und was ich auch gewusst habe noch von früher, Triumph hat einfach, wie es da umgestellt haben, auf diese Ride-by-Wires.
da waren sie einfach so wahnsinnig gut, weil das, der Motor, ich weiß nicht, den gibt es ja jetzt schon relativ lang. Und wie sie das erste Mal umgestellt haben auf das Ride-by-Wire, war das schon so, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie toll sie das erwischt haben. Und das ist so, gerade auf dem 900er-Aggregat ist das einfach eine echte Freude, weil wir sind da jetzt gefahren, mehr oder weniger im Winkelwerk, also wo man halt so in die Kurven so 100, das geht sich aus, viel mehr braucht man dort nicht. Und da ist es so, dass dieses Triebwerk mit diesen 65 PS und die 80 Newtonmeter einfach perfekt ist, wirklich perfekt ist. Und was mir jetzt dann schon aufgefallen ist, war, dass das Fahrwerk, das ladet natürlich ein, dass du da ein bisschen krachen lässt und dass du einfach in die Kurven ein unvorstellbar gutes Gefühl hast. Und insofern ist es dann eine echte Freude. Wo ich nicht ganz dabei bin, ist die Bremse. Das schaut zwar super aus mit der Magura-Bremspumpe, aber meiner Meinung nach ist da noch ein bisschen Luft drinnen. Und das glaube ich, könnte man entlüften, dann wäre das noch besser. Es hat mich jetzt nicht behindert. Aber generell, so wie das da steht und so wie das zu fahren war, ist einfach ein Quell der Freude. Wirklich. Gar nicht. Muss ich voll bestätigen. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Scrambler-Fan, weil ich manchmal mir denke, was soll das? Ja, wir haben vorne 19 Zoll, hinten 17 Zoll. Ich fahre jetzt selten auf einen Schotterweg, aber ich muss sagen, ich finde das auch, dass das wirklich großartig gefahren ist heute. Vor allem auch mit den neuen Bridgestone-Gummis, die wir drauf haben, ja, AT41. Das ist ja fast der Straßenreifen, der halt ein bisschen ein Profil hat und ein bisschen grober ausschaut. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, wir sind heute eher passiv unterwegs gewesen oder jetzt nicht nur im Vollanrauchermodus und bei dem schlechten Wetter, was wir da haben, mit circa 10 Grad, schätze ich einmal und so. Aber mit den Reifen hat das super funktioniert und ich finde auch, das Fahrwerk, also das biegt schön ein und wir sind ja vorher auch ein anderes, kleineres Scrambler-Modell gefahren und das fährt sich halt schon sehr erwachsen und wie du richtig sagst, es ist auch von der Leistungsentfaltung, finde ich, so harmonisch und genauso in dem Bereich, wo es, glaube ich, 95% der Motorradfahrer würden nicht mehr brauchen, glaube ich, weder leistungsmäßig noch performancemäßig. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, man kann auch auswinden und ist nicht gleich in dem Bereich, wo du weißt, der Deckel ist weg, sondern du fährst noch, du kannst auswinden und bist halt dann mal bei 120 und dann drehst du wieder ein bisschen zurück und der Schmolz von dem 900er Motor, den finde ich auch, der ist so harmonisch und fein, wie der rüberkommt, das taugt mir richtig. Ja. Und der Sound, bin ich auch bei dir. Also erstens finde ich die Serienauspuffanlage echt schön. Ich finde die wirklich schön. Also rein aus optischen Gründen würde ich nicht wechseln bei dem Motorrad. Ja. Und ich finde den Sound, also ich habe es vor allem dann gesehen, wie du da gefahren bist und ich zugehört habe sozusagen, das klingt richtig mächtig, auch von außen, oder? Ja. Du, bei mir ist so, wenn ich mir das anschaue, das Motorrad, ich meine jetzt, wie gesagt, jetzt hat es der Carlos natürlich, der Carlos ist ja ein edler Bursch, nicht? Alles was dort aufgebaut ist, auch diese Hepcon-Bäckertasche, das ist natürlich alles wie aus dem Ei gebellt und wirklich super. Aber wenn ich es anschaue, dann ist es einfach so, dass das ein irrsinnig schlüssiges Motorradl ist, das durchaus, wie soll ich jetzt sagen, ein bisschen aufregende Formen hat und trotzdem glaube ich, dass das in 20 Jahren immer noch wahnsinnig fesch ist. Und was mich halt jetzt so wirklich vereinnahmt hat und so glücklich gemacht hat heute, ist das, dass das halt nicht nur jetzt nur optisch wie aus einem Guss ist, sondern es fährt auch. Wirklich wie aus einem Guss. Und es lädt dich dazu ein, du kannst natürlich ganz gemütlich da herumrodeln, aber halt so wie man dann die Kurven, diese Aufnahme gemacht hat, das lädt dich dazu ein, dass du Feier gibst, dass du umlegst. Natürlich kommen dann irgendwann die Rasten, das ist ja egal. Aber du hast einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich persönlich glaube auch, dass dieser AT41, den er jetzt oben hat, der wird das schon auch noch unterstützen, dass du einfach so ein gutes Feedback hast und so eine irrsinnige Freude hast. Also bei mir so, ich wäre normal relativ rasch müde und denke mir, na, jetzt möchte ich eh aufhören und ein Pfeifel rauchen, aber von der Maschine wollte ich eigentlich nicht mehr runter. So. Ja, das kann ich bestätigen. So hat es nämlich auch ausgeschaut, wie du da umeinander geraucht bist, im wahrsten Sinne des Wortes, der Zonko. Ich habe dann irgendwann gesagt, na, wir sind fertig. Und der Zonko, na, fahren wir noch eine Runde. Ja? Also man, das ist jetzt kein Schmäh, sondern man hat es gesehen, die hat es gefallen. Ich muss gestehen, mir hat es auch gefallen. Ich muss auch echt sagen, bei dem Motorrad, okay, jetzt, wie gesagt, die Bremse ist vielleicht ein bisschen weich, aber ich glaube auch, so wie du, das liegt eher an einer Luft im System oder sowas. Aber sonst muss ich auch sagen, also ich wüsste jetzt nicht, wo ich bei dem Motorrad sage, da passt was nicht oder so. Triebwerk finde ich geil.
finde ich einfach nur geil, den Motor. Optik bin ich auch bei dir, 100% zeitlos. Das Motorrad wirst du auch in 50 Jahren noch als schön empfinden. Auch die Details sind einfach schön gemacht und wertig gemacht, vor allem bei dem Motorrad. Das Zubehör, was sich der Carlos ausgesucht hat, natürlich auch, wie du richtig sagst, ich meine, er ist ein bisschen ein Hipster. Das heißt, er hat sich natürlich hier auch nicht lumpen lassen und halt nur die schönen Teile verbaut. Und auch farblich alles abgestuft. Das ist ja das Nächste. Da ist nicht irgendwas Goldenes und irgendwas Silbernes und irgendwas Blaues, sondern das ist halt alles schwarz, silber oder halt diesen Camo-Ton. Und hinten das Goldene vom Öhlins hat er gleich versteckt. Genau. Unter dem Auspuff und unter der Tasche. Die Spiegel sind wirklich an sich Kunstwerke. Schaust an und denkst du, Alter, das ist wahnsinnig schön, das haben sie einfach irrsinnig schön gemacht. Du hast natürlich den Nachteil, dass du ein bisschen deine Ellbogen siehst, aber der Blick nach hinten ist ja gerade auf so einem Motorrad sowieso nicht wahnsinnig wichtig, weil wenn du wirklich wissen willst, was hinten los ist, musst du den Schulterblick machen. Und insofern finde ich auch diese Spiegel super. Und ich persönlich hätte auch, würde auf diese Lenker-Endspiegel verzichten. Ja, nein, also das ist ein Detail, was mir noch eingefallen ist. Nein, also da muss man sagen, diese Moto-Gadget-Spiegel, die sind ja glaslos. Da gibt es auch einen Beitrag von uns. Also das ist wirklich Hightech, das muss man ehrlicherweise so sagen. Und unbezahlbar noch dazu. Aber ich glaube, wir können sagen, in Summe ist dieses Motorrad, glaube ich, das Tune-Up mehr als gelungen. Massive Steigerung in der Performance mit, sage ich jetzt mal, kommoden Einsatz. Ja, ich meine, natürlich kostet es ja Geld, aber ja, es lohnt sich. So ehrlich, glaube ich, muss man sein. Ja. Und ich glaube auch, dass das ein Motorrad ist, was ganz, ganz viele Motorradfahrer in so einer Form glücklich machen würde. Aus optischen Gründen, aus fahrdynamischen Gründen. Man kann ein bisschen Schotter, man kann ein bisschen Wiese da, man kann ein bisschen vielleicht auch noch Waldweg, wenn es irgendwie sein muss. Ja. Gut, das Gewicht mit 223 Kilo ist vielleicht ein bisschen mehr, aber mein Gott, dafür hast du halt einen 900er Murl, der richtig anzahlt und super klingt. Aber Philipp, weil du das noch angeschnitten hast, man kann auch Gelände. Also damals der Guide, der Spanier, der war so geistesgestört, der hat dich dort aufgelassen, dass du gedacht hast, Alter, das gibt's überhaupt nicht. Und bei mir wäre es halt so, wenn das jetzt mein Motorrad wäre, na, ich tät natürlich keinen Meter am Schotter fahren, weil ich echt Angst habe. Ich habe unten eher einen Motorschutzbügel, aber dass man diese Starner, die sie dort immer aussehen hat, dass man das da irgendwie den Lack beschädigt. Und ich meine, am Schotter ist es so, wenn du engagiert fährst, irgendwann liegst du auf der Pappen und das Motorradl, das ist wirklich nicht dafür gemacht, dass ich im Schotter liege. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Darum glaube ich auch, dass 95-99% der weltweit verkauften Scrambler-Modelle nie einen Schotterweg sehen, weil es ist einfach, da geht es auch um Optik und ich glaube, ich würde damit auch nie in Schotter fahren und wie der Carlos da in die Wiesen reingefahren ist, habe ich auch kurz einmal geschaut, weil ich habe gewusst, die Wiese ist feucht und dann habe ich mir gedacht, aber Philipp, ich meine, was man versprechen muss, wenn du im Büro sitzt und der Carlos kommt und erzählt da am Wochenende, hat er seine wahnsinnig schöne Sandsturm-Scrambler in Schotter gelegt. Bitte fotografier das Gesicht, weil das muss ein Wahnsinn sein. Da ist er erledigt. Ja, verständlicherweise, das werde ich machen. Ich hoffe, Carlos, dass es dir nicht passieren wird. Aber das war jetzt eigentlich auch eine sehr schöne Schlusspointe. Ich glaube, wir sind durch. Wie gesagt, Tune-Up, glaube ich, mehr als geglückt, können wir empfehlen. Umbauten lohnen sich, bringt was. Fahrwerk, ja, Martin Bauer braucht man nicht sagen. Das lohnt sich immer, sowas zu tun. Und ansonsten, glaube ich, können wir sagen, es gibt an diesem Motorrad wirklich ganz wenig zu kritisieren. Es ist wahnsinnig schön. Der Carlos hat eine riesen Freude damit. Wir hatten auch ein bisschen Freude damit, nachdem wir es heute ausfahren durften. Und der Carlos hat da geschaut. Ja, da hat er geschaut. Der hat sich gewunden. Er hat gelitten heute. Aber das ist ja so, das wundert mich fast, dass er es uns gegeben hat zum Testen. Aber ich meine, jetzt haben wir natürlich ein mächtiges Video und das ist ja wichtig, dass wir das Video haben. Aber gewundert hat es mich schon, dass er es aus der Hand gegeben hat, weil ich meine, das ist, glaube ich, echt sein Baby. Und wir haben ja nichts angestellt. Wir haben wirklich nichts angestellt. Ja, man muss auch sagen, also ich stehe schon zu diesem Satz, Frauen und Motorräder teilt man nicht. Das finde ich, das gehört sich nicht. Ja. Insofern sehr dankbar im Carlos, dass er sie doch geteilt hat. Er kriegt sie jetzt zurück und hoffentlich hat er noch viel Freude damit. Und ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, und ich meine, was mich noch interessieren tät, wer fährt so ein serienmäßiges Scrambler 900? Wie zufrieden ist er damit? Und wie sehr
Spürt er das Bedürfnis, das eine oder andere umzubauen? Das würde mich echt interessieren, wie das ist. Weil, wie gesagt, dieses Hume Street Scrambler 900, die ist auch noch physisch schon wirklich ein leibendes Motorradl. Aber ich verstehe es natürlich, dass man das dann noch individueller gestaltet und technisch noch mehr aufwertet. Und beim Fahren merkst du es dann schon noch, dass das halt noch ein Stück leibender ist. Ja, aber die schönen Dinge im Leben kosten immer Geld. Und auch hier, was golden glänzt, bringt halt was. Ja, ist halt so. In diesem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Machst du es nochmal mit dem Mikro zum Abschluss, bitte? Noch einmal, okay, noch einmal die Pfeile. So, danke fürs Zuschauen. Wir sind draußen. Tschüss und Baba.